Er ist eine Legende. Die wasserstoffblonden Haare und die geballte Faust sein Markenzeichen und seine Stimme ein Punkgedicht. Billy Idol. Obwohl der Sänger schon gefühlte Ewigkeiten die Fans in Begeisterungsstürme versetzt, ist noch lange nicht Schluss. Mit neuen Songs geht der 59-Jährige wieder auf Welttournee. Der Blick von der Bühne in die Menge hat sich allerdings ein bisschen verändert. Viele Kameras leuchten im Publikum. Zu unserer Zeit damals haben die Leute auch Fotos gemacht, aber man hat nicht darüber nachgedacht, ein Konzert durch eine Linse zu gucken. Man hat eben einfach das Konzert genossen. Ich bin immer noch so. Ich war nie jemand, der Fotos gemacht hat. Ich liebe es, auf dem Foto zu sein. Das bin ich. Dieser Wunsch wird Billy wohl millionenfach erfüllt. Der Brite hat Verständnis für seine fotofreudigen Fans. Ich verstehe, dass die Leute eine Erinnerung haben wollen. Sie wollen den Moment festhalten. Irgendwie kann ich das nachvollziehen. Aber ich persönlich benutze meistens lieber meine Fantasie und möchte nicht, dass mir eine Kamera dazwischen funkt. Billy nimmt seinen Fans sowieso nichts übel, denn in seinen Augen sind die ein ganz sympathischer, feierfreudiger Haufen. Sie sind normalerweise sehr enthusiastisch und aufgeregt und sie bringen viel Energie mit. Das deutsche Publikum ist besonders toll. Sie sind fantastisch. Sie drehen richtig durch. Wir hatten eine der besten Vorstellungen in München vor ein paar Jahren. In Munich a couple of years ago. Und um die Fan-Lobeshymne auf den Punkt zu bringen, sie lassen mich einfach eine tolle Zeit erleben. Und das beruht dann wohl auf Gegenseitigkeit, denn die vielen Jahre, die Billy Idol schon durch die Welt tingelt und mit seiner Musik begeistert, sprechen für sich.